Ja, hallo. Letztendlich habe ich heute doch noch meinen Arsch hochbekommen und bin ins Gelbachtal gefahren. Ich bin jetzt auf dem sogenannten Grubenweg unterwegs. Ja, ich denke mir, hier das Gelbachtal ist immer mal wieder ein Ausflug wert. Geht es als erstes mal über diese schöne urige Brücke hier. Dann geht es gleich weiter Richtung Wald. Als erstes geht es hier mal steil nach oben. Ja, hier haben wir dann sowas wie einen Stolleneingang. Der liegt direkt am Weg. Da werde ich aber jetzt nicht reingehen. Das mache ich alleine nicht so gerne. Ich gehe jetzt in diese Richtung weiter. Ja, jetzt bin ich an dem eigentlichen richtigen Grubenweg. Schaut euch diese Aussicht an. Super. Ja, das Gelbachtal hat eigentlich alles. Also hier wird jeder bedient sozusagen. Es gibt Höhlen, es gibt Stollen, schöne Aussichtspunkte, ja, schöne Wanderwege auf jeden Fall auch, jede Menge interessante Plätze. So steil geht's hier runter. Weiter hier hoch, aber heute mache ich langsam, es ist wirklich sehr heiß und sehr schwül. Sehr schöner schmaler Pfad, das mag ich. Ja, jetzt sind wir noch eine Etage höher. Und auch hier geht's weiter. Den Weg werde ich jetzt hier allerdings nicht weiterlaufen, weil ich in die andere Richtung muss. Ich wollte Richtung Lahn. Und euch noch den Klettersteig in Obernhof zeigen. Und den Teufelsberg. Also wieder rumdrehen. So. Und jetzt geht's wieder zurück Richtung U-Bahnhof. Ich schätze, das sind so 2 Kilometer von hier aus. Durch den Wald. Einfach immer nur geradeaus. Ja, hier nochmal auf dem Rückweg dieser kleine Eingang. Vielleicht traut sich ja irgendjemand irgendwann mal da rein. Und
dann hier nochmal der etwas größere Stollen oder Bunker oder was auch immer das sein soll. Ja, vielleicht sind ja einige jetzt angefixt. So, jetzt geht's weiter nach Oberndorf. Und das ist übrigens der Weg zurück zum Auto. Ja, dann sage ich mal, herzlich willkommen in Oberndorf an der schönen Lahn. Und ja, hier wird sogar Wein angebaut. Ja, und wie es meistens ist bei Klettersteigen, gibt es einmal die leichte Variante, den Lahnwanderweg. Ja. Und einmal die etwas unbequemere Variante. Die werde ich jetzt nehmen. Es gibt auch hier übrigens diese Gelbach-Höhentour. Das ist ein Rundweg mit einer Gesamtlänge von 18 Kilometern. Die ist sehr schön, die kann ich nur empfehlen. Ja, und alle paar Meter gibt es hier eine Bank. Weiter geht's. Da ist schon wieder die nächste Bank. Ja, falls ihr denkt, das war's schon, falsch. Nämlich hier an der Leiter geht's weiter. Ich würde sagen, das sieht schon etwas klettersteigmäßiger aus hier. Jetzt wird's auch etwas anstrengender. Die Stelle hier, die gefällt mir besonders gut, mit dem Felsvorsprung hier vorne. Da hinten ist es gelb, ach da. Und von da unten bin ich gekommen. Und jetzt geht's weiter nach links. Und ich steige immer weiter hinauf. Also normalerweise ist das kein komplizierter Aufstieg hier. Ah, da geht es ganz schön tief runter. Aber bei der Hitze ist doch ganz schön anstrengend.
Ja, falls man das von hier aus sieht. Von da unten bin ich gekommen. Ja. Und da hätten wir den kleinen Goethe-Turm. Ja, dann sage ich mal, herzlich willkommen auf dem Goetheberg und dem Goethepunkt. Ja, da hätten wir das Kloster Arnstein, Obernhof, den Teufelsberg, Weinehr und in die Richtung geht's ins Gelbachtal. Von dort komme ich. Ja, da haben sich doch die ganzen Strapazen hier gelohnt, würde ich sagen. Noch so eine Hütte gefunden. Wollte ich mir gerade noch mal anschauen. Aber ja. Normaler Rastplatz. Ich schätze, hier geht's weiter mit dem Lahnwanderweg. Zurück nehme ich diesmal die einfache Variante. So kann ich noch ein paar schöne Weinberge filmen. Das wäre dann hier links rum. Jetzt auf zu meinem nächsten Ziel, dem Teufelsberg. Warum sage ich dauernd Teufelsberg? Das ist ja der Himmelsberg. Ja, sorry dafür. Hier nochmal ein schöner Blick auf Obernhof und den Goetheberg da oben. Von da komme ich gerade und dem Gelbachtal da im Hintergrund. Thank you.
nochmal toller Aussichtspunkt. Wunderbar. Habe ich mich doch tatsächlich bis oben auf den Himmelsberg gequält. Oh. Es ist ja schon wieder ziemlich dunkel hier oben. Wunderbare Aussicht. Hier gibt es auch überall so kleine, schmale Wege, die man entlang laufen kann. Ja, und eine Menge Fliegen gibt es hier auch. Damit wäre hier jetzt das Ende aber endgültig erreicht. So, das war es jetzt erstmal vom Himmelsberg. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Und zwar geht es da entlang. Dann immer in diese Richtung. So, jetzt geht es dieses steile Stück hier runter. Als ich das letzte Mal hier entlang gelaufen bin, letztes Jahr, da war hier rechts alles noch Wald. Das hier wurde auch neu gemacht. Das Stück. Ja, hier hat man dann nochmal eine schöne Aussicht auf den Tunnel. Und auch im Allgemeinen. Ja, hier hätten wir dann noch einmal den Weinerblick. Schön. Ach ja, noch für die, die es interessiert. Das Gelbachtal liegt so grob zwischen Montabaur im Westerwald und Nassau an der Lahn. Nur falls es euch mal interessieren sollte.
Ja Leute, ich befinde mich gerade auf dem Rückweg. Brauche vielleicht noch so 5 Minuten. Ja, ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Wenn ich jemanden fürs Gelbachtal begeistern konnte, dann freut mich das. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Dürft mich auch gerne abonnieren. Ja, ich werde jetzt meinen Körper erstmal gründlich nach Zecken absuchen. Auf Wiedersehen.